Veränderung. Da kommen die neuen Motoren und da wird es bestimmt wieder die ein oder andere Überraschung geben. So, das ist jetzt auch eine Überraschung, dass wir nämlich Michael Schumacher im Nesca sehen. Und das ist dieser krachende Achtzylinder. Und da lassen wir sie mal alleine mit dem Sound. Ja, Michael Schumacher gegen Jamie Whitcup ist das, der, genau, der diese Autos gewohnt ist. Ja, der ist diese Autos gewohnt, da sind wir mal gespannt. Da muss Schumi jetzt gegen einen antreten und den Wagen fährt er so oft nicht. Im Training ist er ihn vorhin ein paar Mal gefahren. Ganz genau. Im Moment ist das eine ausgeglichene Veranstaltung, auch wenn Schumacher auf der Innenbahn jetzt führt. Aber das ist tendenziell so, weil das die kurze Strecke zu Beginn ist. Jetzt sehen wir sozusagen den zweiten Teil der ersten Runde. Und schon wieder außen, Whitcup innen. Die Wagen sind natürlich ein bisschen gedrosselt mit den SK-Maschinen. Die kriegen die PSK auf die Straße, das ist ein Geröhre. Ja, aber sieht doch gut für Schumi aus. Ja, das sollte reichen. Ja, jetzt hat er den guten Vorsprung erstmal. Jetzt hat er natürlich die weitere Bahn an der letzten, aber das ist, der Vorsprung ist zu groß. Also stark, dass er sich in dem Fahrzeug auch so gut bewegt, hätte man fast gar nicht gedacht. Whitcup, der ja solche ähnlichen Autos fährt, das sind ja auch solche V8-Karren, da in der Supercar gefahren werden in Australien, aber das war ein beeindruckender Sieg. Aber er hat eine Strafe gekriegt. Somit wird es bei 2,5 nicht reichen. Da freut er sich jetzt noch. Sind wir mal gespannt. Also wir haben jetzt nichts gesehen von hier oben. Der Wagen ist natürlich auch so jetzt bereit. Sehen wir es auf dem Ergebniscomputer. Der Sieger ist Whitcup und nicht Schumacher. Genau, der hat eine Strafe gekriegt. Ich hoffe mal, dass die Kollegen das mitbekommen haben. Die Ausmaße des Fahrzeuges sind natürlich groß auf so einer Strecke. Und du bist natürlich schnell mal irgendwo dran gefahren. Vielleicht hat es die Kamera eingefangen. Vettel jetzt auch in einem Fahrzeug, wo wir ihn lange nicht gesehen haben. Da sehen wir es. Das war das. Wo gucken wir eigentlich hin? Wieso haben wir das nicht gesehen? Ja, ich dachte mir schon, warum ist diese Bande da so schief da? Hat er toll erwischt. Also es war gar nicht nötig. Sah gar nicht aus, als wenn er da irgendwie... Ja, es war überhaupt nicht nötig, weil das hat ihn auch nicht schneller gemacht oder so. Ja. Also das war, man erwartet das eher am Ausgang der Kurve. Da wird er sich ärgern. Also das war so, Sebastian Vettel kann das alles.